Hi Freunde, was geht? Warum so laut? Heute ist mein letzter Praktikumstag und ich habe mir überlegt, dass ich euch mal mitnehme und dass ihr seht, was ich dort so mache. Bin ich schlau oder schlau? Freunde, jetzt hole ich mir kurz mein Frühstück ab. Ein Schokobrötchen bitte. Ja. Freunde, ich warte gerade auf den Chef. An alle Clash of Clans Spieler. Kommt in unser Clan. Wenn man es sieht. Nein, sieht man nicht. Ich schreibe gerade einen Bericht. Hier, zweite Woche. Wild. Oi. Freunde, Bruder Gabe hat mich abgeholt. Was geht ab? Ich konnte nicht viel filmen, weil ich habe heute nicht so viel gemacht. Bis gleich, wir gehen kurz kaufen. Ihm ist so warm. Irgendwann? Ja. Mir nicht. Freunde, heute ist es soweit. Türkei gegen Italien. 2-1 Türkei. Was habe ich überhaupt getippt? Burak Yılmaz und Hakan Çalhanoğlu. Wir gehen jetzt zum Freitagsgebet. Und dann sehen wir uns heute Abend beim Spiel, Freunde. Stadev! Ay. Türkiye, Türkiye, her şey Türkiye. Bakma. 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 Bakın nereye. Bunun küçük boyu var mı? Ben o kette çalışıyorum, ben testim. Oh, demin altta. İşte hayaller bu kadar yakında. Hayallerimi yakaladım. Oh. Oh. Türkiye Türk usulü kazandı. İki kat peynirinde kırmızı beyaz sosuyla doyasın. Schreibt in die Kommentare, von wem ich ein Trikot anhab. Welcher Fußballspieler? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt jetzt in die Kommentare. Ich zeig's euch in 5, 2, 4, 1, 3. Hakan Çalhanoğlu. Es ist gerade Halbzeit. Immer noch 0-0. Türkei hat gerade so schlecht gespielt. Es war nicht gut, Freunde. 46 dakikayı geride bırakıyoruz. Roma Olimpiyat Stadında. İşte az önceki pozisyon. Ay. Ist neu oder? Egal, auf jeden Fall, Freunde. Wir sind unterwegs. Wir holen uns jetzt ein Eis. Magie, roll up, roll up. Nimm ein Zug. Loco, loco in el barrio, Rio, Rio, Rio. Bruder holt sich immer direkt zwei Eis. Der holt sich nicht ein Eis mit vier Kugeln. Der holt sich zwei Eis mit jeweils zwei Kugeln, dann hat der mehr Waffe. Digga, dann hat der mehr Waffe. Ich kann gerade nichts machen einfach, gell? Ich kann es mal abstellen oder so. Ja. Ich kann einfach nichts machen, gell? Ich kann nicht. Oh, essen, wie boah. Geil, Alter. Junge. Wie wollt ihr zwei Eis essen? Ratet ihr, was hab ich? Digga, Burak hat die komischste Mischung, ich schwör. Boah, geil. Wer weiß, was das Grüne ist, der kriegt 10 Euro von mir. Jeder denkt Waldmeister. Wie isst du dein Eis? Leckst du ab oder beißt du so ab? Beides. Wenn es hier so tropft, dann immer den hier machen. Mhm. Ach so, hier hinten ist unsere alte Schule. Lass mal kurz rein. Ich zeige euch, wo wir früher mal gechillt haben. Ja, hier sind wir mit dem Fahrrad gekommen. Ja, aber ich hab mein... Nein, mein Fahrrad war nie hier. Okay, das ist eine Sporthalle. Wie uninteressant. Warum? Das ist sogar die alte Sporthalle, gell? Es gibt eine neue. Ja, ich weiß. Hier Mensa einmal gegessen? Nie. Wie? Mensa habe ich so selten gegessen, fast nie. Da, dieser Kiosk, Digga. Immer Dings geholt, Brötchen mit Kinderriegel. Nein. 1 Euro. Ich schwöre, hier war unser Stammplatz. Immer nach der Schule. Wenn wir so mit den Jungs draußen waren, wir wussten nie, wo wir chillen sollen. Wir haben so oft hier gechillt, ich schwöre. Diese Treppen, wir saßen immer hier. Ich schwöre. Guck mal, hier, wir haben hier, wie gesagt, hier oft mit Kumpels gechillt. Und haben wir Shisha geraucht.
Und jetzt, wir haben immer Shisha geraucht. Ich hatte eine Englischlehrerin, okay? Warte. Ich hatte eine Englischlehrerin. Das war deine Klassenlehrerin damals, gell? Ja. Wir haben eine Arbeit geschrieben, eine Klausur geschrieben. Und wir sollten irgendwas zeichnen. Ich habe mich so gemeldet. Ich frage so, ja, mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Kannst du mir vielleicht irgendwas, können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, was ich zeichnen könnte? Auf einmal die haut raus. Ja, zeichne doch, wie dein Bruder Emre in der Schule immer Shisha raucht und so Sachen. Ich hab mich kaputt gesagt. Mhm. Die hat uns auch schon so 2-3 Mal gesehen. Die ist dann immer zu uns gekommen. Hat gesagt, und? Was gibt's denn heute für einen Geschmack? Die kommt so und die atmet so diesen Rauch ein. So, hä, was ist das denn für ein Geschmack? Ja, hier so Schulhof. Für die Großen. 7., 8., 9. 5., 6. ist drüben. Ab 7. glaube ich, darf man hier chillen. Wir durften damals nie hier hin. Ich habe mein Fahrrad immer hier abgeschlossen. Mhm. Da hinten. Die Großen haben uns immer weggeschickt, als wir in der 5. Klasse waren und hergekommen sind. Bitte füttern. Vom Eingang waren die ganzen Raucher, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Digga, mein Klassenraum war, glaube ich, dort irgendwo. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Was geht hier ab? Boah! Ich weiß noch, Digga, die Toiletten hier, die wurden so verunstaltet und so. Und ich weiß auch, der Hausmeister hat uns dann einmal so erwischt. Der hat gesagt, kommt mit, ihr macht jetzt hier sauber. Na, sie wären weggerannt von dem und so. Freunde, guck mal, das ist das neue Gebäude. Da ist die Oberstufe drin. Da war ich ab der 10. Weißt du noch, wenn man mit Fahrrad gekommen ist, man musste dort immer absteigen und danach schieben. Diese... Die Lehrer standen original hier vor dem Tor und die haben jeden, der mit dem Fahrrad hier reinkam, gesagt, absteigen, absteigen, absteigen. Man durfte nicht mit dem Fahrrad hier weiterfahren. Bis da hinten hin musste man schieben und dann dort sein Fahrrad abschließen. Da hinten ist die neue Sporthalle. Hier war mein Klassenraum, 5. Klasse. Ey, hier gab's diese Dinger. Ey, wer weiß, was das ist? Wer weiß, was diese Dinger sind? Boah, wie ehrenlos. Diese Juckdinger? Ja. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre, wenn die reif sind, die werden so fett, die machst du dann auf. Und danach machst du die bei irgendjemandem so in den Nacken rein. Boah, der hat den ganzen Tag Juckreiz. Digga, hier Hippokios. Alter. Immer Cookie geholt für 1 Euro diese... Nein, was für 1 Euro? 70 Cent oder so. Hippokios. Ich steh's doch sogar drauf, ich schwöre. Ja, weil das neue Preise sind, diese Knechte. Alles ist teurer geworden. Käsebrezel 1 Euro. Ich schwöre, bei mir hat Käsebrezel 60-70 Cent gekostet. Ja, seid ihr auch kurz vor der Pause mal gekommen und habt gefragt, ob die noch was Getrocknetes haben? Nein. Wir hatten so 1-2 Kollegen, die sind immer kurz vor der Pause, also nachdem die Pause zu Ende war, die sind nochmal hierher gekommen zu der Frau und haben gefragt, ey, haben sie noch irgendwas, was sie wegwerfen wollen? Und haben es dann mitgenommen. Da waren Musikräume, Digga. Oi. Ja, Digga, ich hab den nie gemacht. Der beste Lehrer hier. Ja. Digga, das war so ein Keck. Ja, okay, nicht der beste Lehrer, der war cool. Digga, was hat man hier nochmal gemacht? Seegebäude, da konnte man Dings. Hier war auch cool, Digga. Chillen einfach. Ja. Hier haben wir auch früher immer gekickt. Wir haben noch ein bisschen Wassereis geholt, Kratzeis. Walla. Ich meine, wir gehen jetzt home. Wir gehen jetzt nach Hause. Hör mal auf, Digga. Ich bin das nicht nah. So, ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, was machst du? Ich bin dich. Da ist doch egal. Ja, Tam, okay, wir gehen nach Hause. Tschüss. Oi. Ey, wir gehen ins Gym, alle. Wir haben 22 Grad, ich bin im Pullover. Das fühlt sich aber an wie 40 Grad. Nein. Ich, sonst würdest du auch schwitzen. Aber ich will jetzt richtig schwitzen im Gym. Sag irgendwas.
Hi. Wie läuft's? Gut. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt nur Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Von wem? Arnold Schwarzenegger. Wir sind raus aus dem Gym. Mach doch mal. Digga, man macht erst Motor an. Ja, Junge. Dann macht man Fenster auf, dann macht man Tür zu. Machen. So, jetzt macht man Fenster auf. Jetzt macht man erst Tür zu. Vorher macht man Tür nicht zu. Erst wenn Fenster auf ist. Freunde, Training, ich bin euch ehrlich, war schön. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich schwöre sogar. Ich war gestern nicht im Gym und habe mich so ekelhaft gefühlt. Hast du einmal nach dem Training, hast du dir mal gedacht so, ey, warum war ich jetzt Training? Das hat sich nicht gelohnt. Noch nie. Noch nie, gell? Noch nie. Ich schwöre, vor sich zu zwingen, dahin zu gehen, ist schwer, aber danach freut man sich jedes Mal. Hi. Freunde, was geht? Ich bin auch da. Wie geht's euch? Aber wir gehen jetzt in die Stadt. Sieht man das? Digga, ich juck mich dort die ganze Zeit. Ich bin über Rot gefahren. Spaß, Spaß, Spaß. Wir sind gerade in der Stadt. Was machen wir? Freunde, auf jeden Fall. It's time! It's Yussi time! It's Bubu time! Wir machen Dings, Digga, wir machen orientalisch. Ja. It's Yussi time! It's Emos time! Sag doch mal, ich liebe euch. Freunde, ich liebe euch. Sag! Freunde, ich liebe euch. Oh, wie süß! Jetzt sag du. Digga, der schämt sich einfach. Sag doch einfach, ich liebe euch. Ich liebe euch! Freunde, wir sind angekommen. Wir sind in der Stadt. Burak will sich jetzt, Burak will shoppen gehen, der will sich Hosen kaufen. Wir so von dich gucken zu. Du wolltest auch Schuhe kaufen. Ja, aber hier ist Burak gibt dir aus. Ja, aber hier ist nicht schwer zu finden. Freunde, wollt ihr den neuen Michael Jordan sehen? Der neue Michael Jordan. Zeig mal her. Aha. Ah. Jetzt sieht wirklich geil aus. Ja, komplett im Sommer in Dings Tanktop. Hast du Geld dabei? Nein. Wer bezahlt? Der da. Heute alles auf Bubus Nacken. Stark, Bubu. Alles auf Bubus Nacken. Wisst ihr warum alles auf Bubus Nacken? Ich hab mein Geld vergessen. Ich hab mein Geld vergessen. Jetzt fragen wir mal, ob das extra war oder aus Versehen. Ich bin ehrlich, als ich Autoschlüssel genommen habe und Tür zugemacht habe, habe ich noch daran gedacht, ey scheiße, ich hab kein Geld. Yusuf, wie lange brauchst du? Weiße Socken, weiße Nike-Socken, komm ich dir. Nein, genau so. Diese Schuhe dazu und dann zeig. Warum hast du einen Strom in der Hand? Wir haben uns einen Bubble Tea gekauft. Wo ist dein Bubble Tea? Bei Bubu. Freunde, wir haben uns sagen lassen, der letzte Bubble Tea, den wir geholt haben, soll nicht so gut gewesen sein. Er war okay. Aber war nichts Besonderes. Jetzt haben wir uns nochmal Bubble Tea geholt. Zeig mal. Was? Und die sollen besser schmecken, oder was? Keine Ahnung, mach einfach auch nicht. Die Bubble Tea Tester Numero Dos. Das sieht man nicht so schlecht. Warum stichst du nicht gut einfach rein? Darf man die fahren? Ey, schmeckt Baba. Freunde, ich habe kein Bubble Tea, ich teste die Brezel. Ich habe Magic Litchi. Ich habe Laugenbrezel. Schmeckt gut. Maracuja, grüner Apfel, gell? Geil. Mhm. Wo hau hin?
Ey, das schmeckt echt gut. Soll ich mal eins probieren? Wieso gib mal her? Der arme Digga. Ich will meinen, schmeckt viel besser. Ja, Junge. Voll süß, gell? Aber schmeckt geil. Schwer. Ey, ungelogen. Tausendmal besser als der Bubble Tea Laden, wo wir waren. Ja. Mit Yusuf. Wirklich, ey, das macht ja einen riesen Unterschied, von wo du dein Bubble Tea holst. Ich schwör. Ich bereue jetzt, dass ich keins geholt habe. Freunde, das war's mit dem Vlog. Peace out.